Hallo Leute, grüßt heute mal nur ein paar Worte von mir. Wollt mal zur künstlichen Intelligenz was sagen. Beziehungsweise, was ich jetzt mehr oder weniger Lustiges gefunden habe. Die künstliche Intelligenz wird langsam immer besser und entwickelt sich weiter. Wurden ja früher schon viele Videos gefälscht, in denen man zum Beispiel Politiker mit einem anderen Text synchronisiert hat, als den sie gesprochen haben. Das geht mit Hilfe der künstlichen Intelligenz jetzt weitaus besser. Man kann unter anderen vielen nützlichen Funktionen damit auch Videos noch einfacher fälschen, indem man einfach die Stimme kopiert und ändert. Letztes Jahr, Anfang September, das habt ihr ja wahrscheinlich alle mitgekriegt, kam doch von Habeck die berühmte Ansage, nach der man hätte denken können, dass unser Wirtschaftsminister nicht weiß, wann eine Firma insolvent geht. Wir ja jetzt überall, dass Läden, die darauf angewiesen sind, dass die Menschen Geld ausgeben, Blumenläden, Bioläden, Bäckereien gehören dazu, dass die wirkliche Probleme haben, weil es eine Kaufzurückhaltung gibt. Und dann sind die nicht insolvent automatisch, aber sie hören vielleicht auf zu verkaufen. Und Wenn ich aufhöre zu verkaufen, verdiene ich kein Geld mehr, dann muss ich die Insolvenz anmelden. Nach 2 Monaten, wenn ich es nicht getan habe, habe ich Insolvenz ja, verschleppt. man würde dann insolvent werden, wenn man mit der Arbeit immer größeres Minus macht. Ja, aber wie wollen Sie denn kein großes Minus machen, wenn Sie Leute bezahlen, aber nichts mehr verkaufen? Also, wie soll man, also ich habe es nicht Ja, verstanden, ich man weise hört darauf auf hin, zu dass es nicht arbeiten, automatisch aber. eine Insolvenzwelle geben muss, aber es kann sein, dass Nein. sich bestimmte Geschäfte nicht mehr rentieren und die dann eingestellt werden. Vielleicht werden sie später wieder aufgenommen, das kann ja sein. Also das ist dann ja keine klassische Insolvenz. Hier ist auch wirklich nichts dran gefälscht. Das hat Robert Habeck wirklich so gesagt. Das habt ihr ja sicher alle mitbekommen. Zumal der Spruch ja hier auch ziemlich oft persifliert wurde. Hier zum Beispiel vom Postillon Berlin. Er weiß, wie man die Herzen berührt. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat heute tröstende Worte an eine Beerdigungsgesellschaft gerichtet, die sich anlässlich des Todes von Heidrun Merting 93 versammelt hatte. Keine Sorge, beruhigt der Grünen-Politiker die Trauernden. Ihre Oma ist nicht tot. Sie hat nur einfach erstmal aufgehört zu atmen. Habeck, der offenbar zufällig an der Beerdigung vorbeigekommen war, blickte erst in die verblüfften Gesichter der Angehörigen und dann nachdenklich auf den bereits teilweise mit Erde bedeckten Sarg. Es kann sein, dass sich das Atmen für sie nicht mehr rentierte und dann eingestellt wurde, so der Minister. Vielleicht wird es aber später wieder aufgenommen. Das kann ja sein. Ja, da gab es noch viele andere Gags, als das rauskam. Und jetzt habe ich auch schon wieder eine Meldung gelesen. Das hat er noch fortgeführt. Der war ja hier bei Maischberger und hatte Interview gemacht. Ich bin ziemlich hinterher damit. Das war schon im Mai diesen Jahres. Viele haben es vielleicht schon gesehen, aber ich fand es jetzt interessant. Da hat ein gewisser Snicklink, das ist ein Herausgeber einer Satirezeitschrift. Ich gucke da nochmal nach, ich verlinke das dann mal mit. Kann aber nicht sagen, was das ist, ob die interessant sind oder nie oder was auch immer. Der Snicklink hat damals ein Video online gestellt, in dem er das Gespräch von Habeck und Maischberger so fortsetzt, wie es hätte weitergehen können. Sind die nicht insolvent automatisch, aber sie hören vielleicht auf zu verkaufen. Und Wenn das. ich aufhöre zu verkaufen, verdiene ich kein Geld mehr, dann muss ich die Insolvenz anmelden. Nach 2 Monaten, wenn ich es nicht getan habe, habe ich Insolvenz Ja, verschleppt. man würde dann insolvent werden, wenn man mit der Arbeit immer größeres Minus macht. Ja, aber wie wollen Sie denn kein großes Minus machen, wenn Sie Leute bezahlen, aber nichts mehr verkaufen? Ja, Frau Maischberger, Sie betreten hier ganz, ganz dünnes Eis. Das verstehe ich jetzt nicht, Herr Habeck. Sie wissen, und zwar ganz genau, dass wir die Fragen vorher abgleichen. Und diese Frage war nicht in der E-Mail.
Herr Habeck, mit Verlaub, ich glaube, es geht hier um etwas Größeres als darum, wie Sie hier wegkommen. Ja, das höre ich immer wieder. Du hast keine Ahnung, Robert. Du bist bloß ein Kinderbuchautor, Robert. Du redest wie ein Frosch, Robert. Herr Habeck. Ich werde Ihnen jetzt mal was sagen, Frau Maischberger. Ob hier ein paar Bäcker- oder Ramschhersteller pleite gehen, das ist also aus der größeren Perspektive völlig sekundär. Ja, Herr Habeck, aber was bedeutet das dann für unsere Gesamtwirtschaft? Unterbrechen Sie mich nicht. Ich bin noch nicht fertig. Denken Sie, das macht mir Spaß? Also das ist ja irgendwo Ihr Job. Halten Sie doch endlich mal Ihre... Frau Maischberger, wissen Sie, was gerade auf der Welt passiert? Wir stehen hier vor einem kompletten Zusammenbruch sämtlicher bisheriger Strukturen. Wenn der Bäcker pleite geht, dann geht er eben pleite. Meine Güte, bin ich umgeben von voll... oder was? Puh, in Ordnung. Dann würde ich jetzt zum nächsten Gast kommen. Ja, ist mir doch egal, Sandra. Das geht hier alles den Bach runter. Rette sich, wer kann. Holen Sie Ihr Gott Bargeld sofort aus der... Ja, super gemacht. Und wenn man nicht genau hinsieht, könnte man echt denken, die haben das wirklich ausdiskutiert. Mittlerweile gibt es da schon gute Apps, in denen man nur den Text einzugeben braucht, den die betreffende Person sprechen soll. Herr Habeck, nachdem gestern eine Sequenz aus unserem Gespräch viral gegangen ist, gab es von Ihrem Ministerium Zweifel an der Echtheit. Naja, es gab nicht unbedingt Zweifel an der Echtheit. Es ging eher darum, dass das Abgebildete so nie stattgefunden hat. Okay, aber ist das nicht letztendlich dasselbe, Herr Habeck? Nein, das ist nicht dasselbe. Sehen Sie, wenn ich zum Beispiel den Fernseher anmache, dann weiß ich ja, dass das Gezeigte und Gesagte dort echt ist. Sonst würde es ja nicht im Fernsehen laufen. Wenn jetzt aber jeder irgendeinen Müll selber herstellen kann, dann ist das... Ja, gefährlich und undemokratisch. Undemokratisch? Ja, undemokratisch. Aber ist es nicht die ausdrückliche Pflicht der BürgerInnen, Machtstrukturen zu hinterfragen und ja, eventuell auch zu interpretieren? Ja, selbstverständlich. Aber nicht, wenn es in eine Richtung geht von... Von was genau, Herr Habeck? Von Meinungsfreiheit ist unzulässig, wenn sie eine gewisse Grenze überschreitet. Ja, aber wo liegt diese Grenze? Ich kann nicht einfach etwas behaupten, was nicht stimmt oder unvollständig ist, nur damit ich damit irgendwie Menschen manipuliere und eigene Interessen vorantreibe. Okay. Merken Sie noch irgendwas, Herr Habeck? Oder? Nee, merken Sie was, Frau Maischberger? Ja, ich glaube, ich merke etwas. Aber merken Sie was, Herr Habeck? Ja, ich merke, dass mir diese Diskussion langsam zu blöd wird. Das merke ich auch. Kennen Sie eigentlich schon die neue Willi? Schieß, Digga. Längst abonniert sie, Cringe Master. Das wirft dann in mir die Frage auf, was das mit den Leuten macht. Wenn jetzt alles weitaus einfacher zu fälschen ist und man überall oft irgendwelche gefälschten Videos sieht, werden die Leute da endlich mal aufwachen und sich selbst informieren und alles recherchieren oder doch lieber nur an das glauben, was in den öffentlich-rechtlichen Medien berichtet wird. Obwohl auch hier schon nachweislich Fälschungen oder man kann sagen Weglassungen verbreitet wurden. Und aus.